Ihr habt mir einige Fragen gestellt. Es ist Zeit, diese zu beantworten. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, vor einigen Tagen habe ich mal wieder eine Fragebox in meine Story gepostet. Und was soll ich sagen, es kamen wieder so viele Fragen von euch rein. Sehr, sehr interessante Fragen. Einige wiederholen sich hin und wieder. Aber dennoch vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Und ich hatte auch gefragt, weil es so viele sind, ob ich das Video in zwei Teile teile oder ob ich daraus wieder ein XXL Q&A mache. Und die Mehrheit hat für XXL Q&A abgestimmt. Das heißt, dieses Video ist wahrscheinlich sehr, sehr lang oder wird sehr, 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 sehr lang. Ich versuche mich dennoch einigermaßen kurz zu halten bei den Antworten, aber ihr wisst, manchmal schwätze ich einfach zu gerne. Aber ja, wir starten mal mit den Fragen. Ich habe die nicht irgendwie geordnet nach Thema. Ich fange einfach bei der ersten an und höre bei der letzten auf. Mir ist es immer wichtig, alle eure Fragen zu beantworten und da niemanden auszulassen. Bevor wir zur ersten Frage kommen, wieder Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr auch noch die Glocke drückt, dann bekommt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. So verpasst ihr keins meiner neuen Videos. Und in den nächsten Wochen ist auf jeden Fall noch einiges geplant. Aber das soll jetzt hier, also doch, das kommt auch noch, tatsächlich ist auch hier noch hier Thema, aber da kommen wir später zu. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wo hast du die Lebensmittel für Disney World bestellt? Bei Amazon Fresh. Dazu gibt es auch ein Video, auch ein Q&A nach Walt Disney World, verlinke ich euch gerne bei dem i. Da zeige ich, wie man bei Amazon Fresh Lebensmittel bestellen kann. Man kann es ja zu den Disney Hotels schicken lassen. Und ja, da seht ihr, wie das funktioniert. Hi Moni, warst du schon mal im Tropical Island bei Berlin, beziehungsweise steht das auf deiner Liste? Nein, ich war noch nicht da. Und wir hatten tatsächlich auch mit Brina gesagt, da müssen wir auch mal hin nach der Therme Erding. Tropical Island hatte, glaube ich, aber nur einen Indoor-Bereich. Das heißt, es war eigentlich perfekt für den Winter. Ja, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Was sagst du zu der Jahreskartensituation? Was sind deine Annahmen dazu? Ja, was sage ich zu der Jahreskartensituation? Ist natürlich blöd für diejenigen, die ihre Jahreskarte jetzt neu kaufen wollten oder vergessen haben zu verlängern oder warum auch immer und jetzt keine neue bekommen können. Ist natürlich extrem doof für diejenigen. Was sind meine Annahmen? Also ich denke, dass wir so nach dem Sommer auf jeden Fall dazu Informationen bekommen. Also das denke ich, ist meine Annahme, dass wir so vielleicht im September oder Oktober dann neue Informationen zu den Jahreskarten bekommen, also wann es dann welche geben wird, zu den neuen Preisen, weil ich denke mal auf jeden Fall, die Preise werden sich auch ändern, auch vielleicht die Konditionen, wie gesagt, das ist alles Spekulation und mehr als abwarten können wir da leider nicht tun. Wann gehst du zur Disney on Ice Show? Ja, ich habe ja in meiner Story gepostet, dass ich Disney on Ice gebucht habe, hier in Zürich. Also es gibt jetzt Tickets für nächstes Jahr, 2024. Und diesmal tritt es auch in Zürich auf. Da freue ich mich sehr, weil es bei mir direkt, also bei meinem Freund um die Ecke ist. Ich gucke, am 22. März bin ich da. Also das ist der Freitag und um 19 Uhr ist dann die Vorstellung. Also vielleicht seid ihr auch da an einem Freitag und dann sehen wir uns. Lohnen sich die 15 Euro Plätze in den Shows? Ich habe sie bisher noch nicht gebucht, aber wir haben ja des Öfteren mal reservierte Plätze auch von Inside Ears zum Beispiel. Und natürlich sind sie, wie soll ich mal sagen, natürlich sind sie vorteilhaft, wenn man nicht lange anstehen möchte. Zum Beispiel bei der Lion King Show, da muss man draußen, wenn die Sonne scheint, echt in der prallen Sonne stehen und auch sehr, sehr lange warten. Das kann ungemütlich sein. Und dann hat man vielleicht auch noch einen Platz an der Seite, nicht direkt einen Blick auf die Bühne. Mit den 15-Euro-Tickets habt ihr einen reservierten Platz. Ich glaube, ihr müsst 15 oder 30 Minuten einfach vor der Show da sein. Ihr habt einen mittigen Platz direkt auf den Blick auf die Bühne.
muss man wissen, ob man das ausgeben möchte. Wie gesagt, kostet 15 Euro pro Person. Wenn man jetzt mal in einer Familie mit zwei Kindern rechnet, sind wir da schon bei 60 Euro. Natürlich eine zusätzliche Aufgabe, die nicht nötig ist. Die Shows im Disneyland Paris sind alle kostenlos. Das heißt, wenn ihr euch früh genug anstellt, dann bekommt ihr da auch auf jeden Fall einen Platz. Wie lange kennst du Brina und Daniel schon? Also, ich weiß nicht, wann wir den komplett ersten Kontakt miteinander hatten. Das hat sich halt über Instagram, also wir kennen uns ja über Instagram, hat sich das so, irgendwann hat das halt angefangen. Daniel habe ich zum ersten Mal live gesehen und miteinander gesprochen im Oktober 2019. Das war vor Corona, an Halloween, also bei der ersten Halloween-Party. Ich glaube, das ist der 26. Oktober gewesen. Das weiß ich nämlich ganz genau, weil ein Tag später habe ich Jahrestag mit meinem Freund. Und Brina habe ich zum ersten... Also ich habe sie mal gesehen, das war in Stuttgart bei der Glow, aber da hatten wir noch nicht wirklich Kontakt miteinander. Aber es müsste auch irgendwann 2019 gewesen sein, also so lange kenne ich... Also alles vor Corona und während Corona hat sich das alles bei uns extrem gefestigt, die Freundschaft. Lebst du noch in der Schweiz? Ja, das wird sich auch jetzt so schnell nicht ändern. Also ich lebe noch in der Schweiz, habe aber noch meine deutsche Wohnung. Hast du schon Pläne, wann du in einen asiatischen Park fahren möchtest? Es gibt Pläne, tatsächlich. Diese Pläne haben auch schon mal existiert vor Corona. Und vielleicht sehr wahrscheinlich setzen wir die dann nächstes Jahr im März um. Ja, mehr verrate ich jetzt aber aktuell nicht. Mache ich dann, wenn es spruchreif ist. Hallo Simone, weißt du, wann es die neuen Jahreskarten gibt für Disneyland Paris? Habe ich gerade eben schon gesagt. Nein. Ab wann ist neues Halloween-Merch meistens im DLP? So eine Woche vor dem 1.10.? Schwierig, ja. Meistens ein paar Tage vorher und ab 1.10., also wenn die Halloween-Season startet, geht es dann richtig los. Wie wäre es mit einer AIDA-Reise mit Daniel, Sabrina und Sven zusammen? Das wäre auf jeden Fall lustig. Das kann ich euch schon mal sagen. Mal gucken. Also ich weiß nicht, aktuell machen wir unsere, sagen wir mal, richtigen Urlaube ja noch getrennt, außer jetzt mit Brina letztes Jahr mit Walt Disney World, weil wir natürlich ja auch noch Partner haben, Freunde und auch nicht immer zusammen aufeinander hängen wollen. Also das gibt's auch. Manchmal brauchen wir auch unsere Auszeiten voneinander. Aber ich stelle mir schon eine AIDA-Reise mit den dreien auf jeden Fall sehr lustig vor. Wenn Daria noch mitkommt, so ein Partyboot, kann, glaube ich, lustig sein. Gibt es ein Jahreskartenportal bei Disneyland Paris, wie Europa-Park hat, wenn es welche wieder gibt? Es gibt ein Jahreskartenportal, ja. Kann ich euch gerne auch unten in den Link in die Infobox packen. Da könnt ihr eure Tage reservieren. Da könnt ihr bei einem anderen Link, könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr die Infinity-Jahreskarte habt, die VIP-Plätze für Parade und Feuerwerk buchen und auch die Freundestickets. Also es gibt zwei verschiedene Portale. Eins ist für die Tickets, für die Tage zu reservieren und das andere ist halt für VIP-Plätze etc. Aber ja, gibt es. Ich weiß nicht, wie es im Europapark aussieht, das Jahreskartenportal. Das weiß ich nicht, weil ich keine Europapark-Jahreskarte habe. Aber ich denke mal, die werden sich schon sehr ähneln. Was ist deine Lieblingsattraktion im Disneyland? Das ist der Tower of Terror. Dazu gibt es auch ein Video. Meine Top 5 Attraktionen im Disneyland Paris kann ich euch gerne mal verlinken. Dann, welcher Disney-Charakterfilm hat dich ursprünglich eingefangen und zum Fan gemacht? Also König der Löwen, muss ich sagen, war schon als Kind, hatte ich aufs VHS, war schon so, und Bambi hatte ich auch auf VHS, aber König der Löwen war so eins der Filme, die mich schon relativ gecatcht haben, aber ob sie mich jetzt zum Fan gemacht haben, also ich weiß, ich bin schon Fan, seit ich denken kann, aber... ich denke mal, König der Löwen hat so seinen Beitrag dazu gemacht. Mal mit Daniel zusammen auf ein Metal-Konzert. Wie wär's? Daniel, wie wär's? Wir beide auf einem Metal-Konzert? Ich glaube, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich lasse es mal im Raum stehen. Wie geht es mit
Wie geht es dir mit deinem Job mittlerweile? Ja, sehr gut. Habe mich echt gut eingelebt. Bin jetzt im dritten Monat. Das heißt, bald habe ich die Probezeit auch überstanden. In der Schweiz gibt es 3 Monate Probezeit, also bei mir. Und ich fühle mich sehr wohl. Also es sind sehr, sehr nette Kollegen, die ich habe. Ich habe ist auch ein bisschen vielseitig. Also ein bisschen. Ich habe ja eigentlich einen Bürojob. Es gibt auch noch spätere, glaube ich, Fragen, was ich so mache im Job. Fassen wir das jetzt einmal echt zusammen. Also ich habe ja einen Bürojob. Der Titel ist Business Analytics Specialist. Das hört sich so fancy an, wenn mich auch immer Leute fragen. Eigentlich analysiere ich Daten der Firma, verschiedene Daten in Excel, Power BI, bin aber auch zuständig für einige Projekte mittlerweile, die ich ja, manage. Und ja, zwischendurch muss ich dann auch mal zum Flughafen raus, aufs Rollfeld. Und ja, weil unsere Büros und Offices auf dem Flughafen verteilt sind. Das heißt, man muss auch mal die Kollegen besuchen wegen irgendwas. Und da muss ich dann auch mal aufs Rollfeld. Und so nah bei den Flugzeugen zu sein, ist ja mein Highlight. Ich bin ja total der Flugzeugfan, schon seit ich ein Kind bin. Und ja, freue mich dann immer auch mal rauszukommen aus dem Büro. Und ja, also mir geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Meine Chefin ist super nett. Alle Kollegen, der Job macht mir Spaß. Und bin echt happy bisher. Kaufst du lieber bei Shop Disney oder im Park direkt? Im Park direkt. Also wenn ich die Möglichkeit habe, beide Sachen gibt es bei Shop Disney und bei Disneyland Paris, kaufe ich sie lieber im Park, weil ich habe die Sachen auch gerne direkt. Und zusätzlich habe ich natürlich den Jahreskartenrabatt im Park. Hast du die Gerüchte über Live-Action Rapunzel und Küstenfrosch gehört? Nein, keine Ahnung. Aber mittlerweile verfilmen sie ja alles als Live-Action, also warum auch nicht Rapunzel und Küstenfrosch? Möchtest du irgendwann Kinder haben? Ah, die Frage ist super. Da musste ich echt lachen. Also die erste, möchtest du irgendwann Kinder haben, ist ja okay. Bist ja schon über 30 und dann noch so spät Mama. Da dachte ich, okay. Also ich bin ja 31 und denke ich mir so, okay, so spät Mama, vielleicht sollte ich es ja lassen. Nee, also erstmal zu der Frage. Ja, ich möchte Kinder haben oder wir möchten Kinder haben. Aber bei dieser Frage muss man echt vorsichtig sein. Mir macht es nichts, wenn jemand solche Fragen stellt. Ich beantworte sie auch gerne, gar kein Problem. Aber es gibt Frauen, bei denen es vielleicht nicht funktioniert. Oder der Kinderwunsch halt erfolglos ist. Und das kann natürlich auch viele Frauen sehr emotional treffen, solche Fragen. Auch, ne, bist du schon schwanger? Wann wirst du schwanger? Wollt ihr überhaupt Kinder? Sowas kann bei Frauen sehr einen Nerv treffen. Wie gesagt, bei mir ist es gar kein Problem. Ich rede offen darüber. Aber nur noch kurz mal gesagt, bei so Fragen immer ganz vorsichtig sein. Und ja, über 30, ja, ich bin über 30, hat sich bisher halt noch nicht so ergeben. Also es gibt ja auch nie den perfekten Zeitpunkt für Kinder, weil irgendwann, es kommt immer irgendwas dazwischen. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall Kinder oder wir möchten Kinder. Mal gucken, wann es passieren wird. Das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Also man muss ja der Natur freien Lauf lassen, wenn man das so sagen kann. Ja, und meine Mama ich war jetzt nicht das erste Kind von meiner Mama, aber meine Mama war 38. Also und mittlerweile heutzutage ist das eigentlich nicht mehr unüblich, über 30 zum ersten Mal schwanger zu werden. So, ne? Also bei mir alle Freunde bis auf eine Person haben auch noch keine Kinder und sind auch alle über 30. Also naja, aber fand ich sehr amüsant, die Frage, dass man über 30 schon zu spät ist, Mama zu werden. Also das ist schon. Hab mich sehr drüber amüsiert, über die Frage. Wann warst du das erste Mal im Disneyland Paris und mit wem? Das erste Mal im Disneyland Paris war ich mit 21, das heißt vor 10 Jahren, 2013, im Januar, mit meinem Ex-Freund damals. Der hat es mir zum Weihnachten geschenkt. Es gab so ein Rewe-Special und da hat er das gekauft und mir zu Weihnachten geschenkt. Dann waren wir im Januar, am letzten Tag der Christmas-Season sind wir hingefahren und dann waren wir, glaube ich, 3 Tage da und haben im Cheyenne haben wir übernachtet.
Ja, das ist auch schon ein bisschen was her. Und wie oft warst du bisher schon im Disneyland? Bei mir sind es viermal. Ich habe mal letztens gezählt, weil bei Disney in Concert haben sie gefragt, wer über 100 Mal im Disneyland Paris war. Da habe ich mich zwar gemeldet, aber ich habe noch mal nachgedacht, also über 100 sind es noch nicht. Ich habe ja angefangen im September 2018 regelmäßig zu fahren, weil ich ja da meine Jahreskarte gekauft habe. Und da halt mindestens einmal im Monat, außer jetzt Corona, da habe ich mal so ein bisschen grob überschlagen. Also es müssten so 50 bis 60 Besuche sein bisher im Disneyland Paris. So roundabout. Warum hast du immer noch deine Wohnung in Deutschland? Vermiete die doch unter wegen dem Geld. Ja, könnte ich theoretisch, aber erstmal müsste ich dann meinen ganzen Kram. Also der einzige Grund, warum ich meine deutsche Wohnung noch habe, ist wegen meinem ganzen Kram. Wegen meinen Möbeln, wegen meinen Klamotten, wegen meinem Disney-Merch, wegen meinem Deko, alles. Weihnachtssachen, alles. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und das ist der einzige Grund, warum ich meine Wohnung ist im Prinzip ein Lager, was ich bezahle aktuell. Ich fahre zwischendurch mal hin und übernachte dort, aber aktuell dient es halt hauptsächlich als Lager, bis ich hier halt eine Wohnung gefunden habe. Und ich habe hier schon einige Wohnungen besichtigt und mich auch beworben. Das ist hier aber tatsächlich nicht so einfach. Man muss sich wirklich bewerben wie auf einen Job. Also man muss sich gefühlt nackt ausziehen und alles, was sie wissen wollen, hinschicken und mit Bewerbungsanschreiben und so weiter, damit die Chancen höher sind. Also ist nicht so einfach, hier eine Wohnung zu finden. Aber ich bin dabei, ich besichtige fleißig, bewerbe mich fleißig und irgendwann werde ich die Zusage bekommen. Ich habe aber auch nur bis Dezember Zeit, umzuziehen. Das heißt, weil ich bin ja im Dezember hier angekommen letztes Jahr und habe ein Jahr Zeit, mit meinem ganzen Kram über den Zoll zu kommen, damit ich keine Zollgebühren bezahlen muss. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, bis Dezember muss ich umgezogen sein, sonst muss ich mir halt irgendwie noch hier ein Lager anmieten und da den Kram erstmal reinpacken. Auch mit Auto etc. Ne? Also das muss alles einmal über die Grenze sozusagen gebracht werden zusammen. Ja, und ich vermiete es halt nicht unter, weil ich den ganzen Kram hätte wegpacken müssen. Und darauf möchte ich nicht. Deswegen, sobald ich hier eine Wohnung habe, wird auch alles dafür gemacht, dass ich umziehe und dann wird die Wohnung in Deutschland gekündigt und dann ist das Kapitel dann auch abgeschlossen. Was hast du für eine neue Kamera? Was sind ihre Besonderheiten? Du meinst die Insta360 Go 3? Die da meinst du wahrscheinlich. Ist eine Action-Cam, also ich werde jetzt hier nicht genau aufs Detail eingehen. Daniel hat dazu ein Video gemacht. Schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei, der zeigt dann alle Besonderheiten. Er hat sich die nämlich unabhängig voneinander, haben wir uns fast zu demselben Zeitpunkt bestellt. Aber eine Besonderheit ist, dass man hier die Kamera rausnehmen kann und dann hat man so eine kleine Action-Cam und die kann man echt vielseitig einsetzen. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne bei Daniel nachschauen. Das Video würde dann zu lang werden. Mein Rolantica-Video vom Freizeitpark-Traveler-Event habe ich auch mit der Kamera gedreht. Da könnt ihr mal gucken, wie der Ton ist und die Aufnahmen. Ja, und Daniel hat euch die Kamera im Detail erklärt, was so alles dabei ist und was alles noch möglich ist. Wie teuer ist deine neue Kamera? Hast du Softboxen zu Hause? Die kostet in der 64 GB-Version, weil es gibt keinen externen Speicher. Also man kann keine SD-Karte reinmachen. Es gibt nur verschiedene Größen und ich habe die 64 GB-Version, die hat 449 € gekostet. Und ob ich Softboxen zu Hause habe, hatte ich, aber dann ist die Glühbirne mir kaputt gegangen. Und dann habe ich mich für, jetzt müsste ich die abschrauben, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe jetzt hier einfach nur so eine Lampe, die an der Kamera dran ist. Keine Softbox. Muss ich mir irgendwann wieder zulegen, aber sowas habe ich hier. Aktuell ist es. Warte ich noch mit dem Kauf, bis ich halt eine Wohnung habe und dann weiß ich, wo ich die aufstellen kann, wo ich die lagern kann, weil hier aktuell ist zu wenig Platz, um dann auch noch Softboxen irgendwo zu lagern bei meinem Freund. Möchte gerne mit YouTube anfangen. Hast du Tipps beim Filmen und Schneiden? Ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, was ich für ein Schnittprogramm benutze und was für eine Technik ich benutze. Kann ich euch auch gerne mal bei dem i verlinken, wenn dich das interessiert. Und was für Tipps habe ich? Also Schneiden, ich würde erstmal mit einem kostenlosen Schnittprogramm anfangen, wie CapCut oder ja, CapCut ist eigentlich ganz gut für den Anfang, ist relativ einfach in der Handhabung.
Und damit kann man die ersten Videos auch ohne Probleme schneiden. Und was kann ich für Tipps geben? Einfach drauf los filmen. Am Anfang, ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich habe mich überall immer versteckt mit meiner Kamera, wollte nicht, dass mir irgendwelche Leute zuhören. Also mir war es schon ein bisschen peinlich am Anfang. Mittlerweile ist mir das völlig egal. Aber ja, einfach starten. Ich habe mich auch in den letzten, ich glaube dieses, ja, mein YouTube-Kanal wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Und ich habe mich natürlich auch über die Zeit entwickelt. Ich war jetzt nicht hier direkt der Pro und wusste alles, wo was, wie was funktioniert. Man lernt mit der Zeit. Aber schau einfach mal, mach mal das erste Video, guck, wie es ankommt und seid nicht enttäuscht, wenn die ersten Videos halt nicht direkt durch die Decke gehen. Bei mir war es, ich glaube, 1,5 Jahre habe ich gebraucht, um meine ersten 1000 Abonnenten zu bekommen. Und das war wirklich ein langer Prozess und man braucht sehr, sehr viel Ausdauer dafür, aber am Ende lohnt sich. Und jetzt ernte ich sozusagen die Früchte meiner Arbeit, wenn man das so sagen kann, und bin wirklich happy darüber. Gibt es dich irgendwann, gehst du irgendwann wieder mal ins Disney World? Nein, aktuell nicht geplant. Ich war ja letztes Jahr zweimal da, das reicht. Erstmal, ich möchte auch mal die anderen Disney-Parks besuchen. Ist dir das ständige Unterwegssein nicht manchmal zu viel? Eigentlich nicht. Also, die Betonung ist auf eigentlich. Nee, ich bin sehr, sehr gern unterwegs und liebe es, unterwegs zu sein. Ich bin so ungern zu Hause. Natürlich gibt es Tage, wo man dann auch mal zu Hause sein muss. Unter anderem für Putzen oder um Zeit halt mit meinem Freund zu verbringen. Ne? Da sind wir zwar auch draußen oder unterwegs, aber da bin ich halt hier und übernachte hier. Unterwegs ist für mich immer irgendwo anders übernachten, irgendwo anders hinfahren. Nee, es ist mir eigentlich nicht zu viel. Man muss halt eine gute Balance finden. Und manchmal am Montagmorgen, wenn ich dann von so einem anstrengenden Trip nach Hause komme, relativ spät, sagen wir mal 11 Uhr, Disneyland Paris ist meine ich meistens so, dass ich erst um 11 hier zu Hause bin, dann morgens wieder zur Arbeit aufstehen und eventuell noch Videos schneiden am Tag oder am Tag vorher im Zug oder so. Das merkt man dann schon. Man wird halt nicht jünger. Der wenige Schlaf übers Wochenende, was man dann auch natürlich hat, macht sich dann auch bemerkbar. Und da bin ich immer froh über einen Bürojob. Weil im Büro sitzen und am Computer, das geht dann noch. Aber es schlaucht natürlich auch. Also es ist anstrengend, aber dennoch macht es mir unglaublich viel Spaß, so viel unterwegs zu sein. Und ich glaube, ich kann mir aktuell 2 Wochenende in Folge zu Hause zu sein, da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Da muss ich sagen, okay, ich muss irgendwo hinfahren. Irgendwo. Auch wenn keiner mitkommen will, dann fahre ich irgendwo alleine hin. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es sehr, sehr gut bisher. Also ich kann mich nicht beschweren, ich fühle mich hier wohl. Aktuell passieren sehr, sehr viele tolle Sachen und ja, außer die Wohnungssuche, aber das legt sich auch irgendwann mal. Ich bin da sehr zuversichtlich. Einfach dranbleiben und nicht aufgeben. Woher kennst du Daniel und Brina und wie lange schon? Habt ihr euch 3 kennengelernt? Habe ich ja schon kurz erwähnt und wir haben uns über Instagram einfach, wir haben angefangen miteinander zu schreiben und dann haben wir uns im Park gesehen und dann, ja, über Corona hat sich das halt gefestigt. Wie läuft die Wohnungssuche? Das habe ich auch schon erwähnt. Wie geht's dir mit deinem neuen Job? Habe ich auch gesagt. Gibt es Disney-Merch, wo du noch unbedingt möchtest und wenn ja, was? Unbedingt. Ja, also ich sage jetzt nicht, boah, beim nächsten Mal muss ich mir das kaufen, aber diese 399-Euro Figur von Mickey Mouse, die ist mit diesen Glitzersteinen, die finde ich auch schön, aber ist mir irgendwie aktuell zu teuer. Das neue Disney-Lego-Schloss finde ich auch cool, aber ich habe ja das alte noch in der Wohnung stehen und denke ich mir, ich brauche keine zwei, also ich habe keinen Platz für 2 Lego-Schlösser irgendwo hinzustellen. Deswegen, ja, nee. Ansonsten gab es mal, also ich habe ja so eine Schwäche für Designertaschen. Da gibt es einige, die ich gerne noch hätte, aber die sind mittlerweile ausverkauft im normalen Shop und ja, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, das muss jetzt beim nächsten Mal unbedingt gekauft werden. Welchen Disney-Park, wo du noch nicht warst, willst du eventuell in ein paar Jahren besuchen? Alle. ja, dieses Jahr hatte ich eigentlich schon vor, nach Anaheim zu fliegen. Aber das wird nichts mehr.
weil ich jetzt, das kommt gleich noch, weil ich jetzt mal mit meinem Freund in Urlaub fliege. Ich hätte zwar noch ein paar Urlaubstage, aber Anaheim ist einfach so teuer. Und ich hatte, glaube ich, in einem anderen Video schon gesagt, ich würde gerne nach Anaheim, wenn keine Season ist. Also weder Halloween noch Christmas. Und das ist eigentlich schon fast vorbei, weil bei Halloween fängt bei denen ja schon im August an. Keine Ahnung. Vielleicht noch spontan irgendwie im Winter, aber das ist eher unwahrscheinlich dieses Jahr. Und ja, in den nächsten Jahren, also Tokio jetzt zum 40. reizt mich auch unglaublich. Und wir haben ja am Wochenende auch mit Jens gesprochen. Er hat irgendwas mit Springs in Spring, irgendwas in keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es einen neuen Bereich im Tokio dann auch ab nächstem Jahr, der aufmacht. Das wäre natürlich auch richtig cool. Aber wenn ich die andere Reise mache, die ich eben erwähnt habe, die wir vor Corona schon geplant haben, plus Tokio, ich habe nicht genug Urlaubstage. Und dann auch noch mit meinem Freund wahrscheinlich nach Thailand, weil wir gesagt haben, okay, dieses Jahr, also komme ich gleich zu, dieses Jahr machen wir Low-Budget-Urlaub und dafür können wir nächstes Jahr wieder nach Thailand, weil uns Thailand echt gut gefallen hat. Also ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Park geben oder Parks, die ich noch nicht besucht habe. Welche? Mal sehen. Zeig uns bitte deine Disney-Ohren und Disney-Taschen. Ja, ich weiß, das sagt ja auch immer bei Moni, zeig mal. Aber die Sachen, die meisten Sachen, sind halt schon in Umzugskartons verpackt. Und ich habe nur noch die wichtigsten Ohren oder die, die ich gerne trage draußen, selber mit den Taschen. Also sobald ich umgezogen bin und alles ausgepackt habe, wird es ein neues Disney-Ohren-Video geben. Disneys Bö-Jerseys, Disney-Taschen. Das wünscht ihr euch ja alles. Und im Winter kann man das auch viel besser machen als im Sommer. Im Sommer ist immer so viel Action. Im Winter kann ich das viel besser machen. Also, sobald ich umgezogen bin, verspreche ich euch, kommen diese Videos. Wo ist dein Lieblingsplatz im DLP, um runterzukommen? Ich würde sagen, einfach vom Schloss auf einer Bank. Zwischendurch kommen dann vielleicht mal Dream and Shine Brighter. Also einfach auf dem Platz die Leute beobachten, Schloss beobachten. Ja. Und tatsächlich hatte ich auch meine Moni Zeig mal gezeigt, an der, wo die Parade rauskommt bei It's a Small World. Da gibt es auch Bänke. Und da kommen auch oft Charaktere raus, wenn sie zu ihren Meet and Greets gehen. Das heißt, da kann man auch gut entspannen und da sieht man vielleicht auch den einen oder anderen Charakter. Hattest du mal Haustiere? Wenn ja, wie hießen sie? Ja, ich hatte Haustiere und habe es, also, ja, der Hund gehört zwar mir, aber er lebt bei meinen Eltern. Also, ja, ich hatte immer Hunde, schon seit ich klein war. Als ich geboren wurde, hatten wir einen schwarzen Pudel, der hieß Tika. Dann hatten wir einen weißen Pudel, der hieß Billy, aus Polen. Dann hatten wir, während Billy noch lebte, hatten wir uns noch einen Yorkshire Terrier gekauft, Beauty. Dann ist, als ich nach England gegangen bin als Au-pair, ist Billy leider verstorben. Dann war Beauty ganz lange alleine. Und dann haben wir irgendwann mit meinem Ex-Freund damals zusammen Cookie gekauft, ein Chihuahua, ein Langhaar-Chihuahua. Und ja, dann hatten wir die zusammen relativ lang und dann ist Beauty aber leider, ich glaube 2020 war es, während Corona gestorben. Ganz plötzlich, sie hat aber auch was am Herzen gehabt. Und ja, seitdem ist Cookie alleine und lebt bei meinen Eltern, denn ich durfte in meiner alten Wohnung auch nicht keine Haustiere halten. Plus mit der Arbeit, wenn ich 8 Stunden arbeite, möchte ich den Hund nicht so lange allein lassen. Meine Eltern sind in Rente, mein Papa hat einen Garten, meine Eltern haben auch einen Garten in der Wohnung. Das heißt, der Hund bekommt viel Freilauf und mein Papa und der Hund sind sowieso so. Also das beste Kumpel, sage ich euch. Wenn ich zu meinen Eltern komme, dann kommt der Hund nicht angerannt. Wenn mein Papa reinkommt, die Wohnung, da ist er direkt am Start, der Cookie. Ja, das waren meine Haustiere. Ich hatte auch mal einen Hasen. Aber weiß nicht, ob wie der hieß. Und ich hatte auch mal ein Aquarium mit Fischen. Und die hatten aber auch keine Namen. Das war's. Ich wollte immer mal einen Hamster. Hamster finde ich irgendwie cool. Aber ja, aktuell hier haben wir keine Haustiere. Dein liebster Disney-Film und welcher Charakter wärst du? Also mein liebster Disney-Film, das kennt man schon, ist Schön und das Biest. Und welcher Charakter wäre ich gerne? Ja, also welcher Charakter wäre ich gerne? Muss ich mal überlegen.
Aurora schläft lange. Wahrscheinlich Vajana. Vajana finde ich eigentlich cool. Am Strand leben, schön warm. Ja, so spontan würde ich mal Vajana sagen. So, wohin geht es in den Urlaub? Ja, ich habe es ja schon angeteasert bei Instagram. Wohin geht es in den Urlaub? Ja, ich fliege mit meinem Freund und wir haben gesagt, ja, wir wollen dieses Jahr ein bisschen Low Budget machen. Fand ich so weit weg. Und hatten erst Türkei überlegt. Dann haben wir uns noch dagegen entschieden, weil irgendwie verhältnismäßig die Preise schon relativ teuer waren. Dann hat er irgendwas in Spanien im Aldiana Club gesehen. Das fand ich jetzt aber auch nicht so, war ich jetzt auch nicht so begeistert, denn wenn ich jetzt irgendwo hinfahre oder wenn es die Möglichkeit gibt, versuche ich dann immer auch einen Freizeitpark oder einen Wasserpark in der Nähe aufzusuchen. Und wir haben gesehen, die Kanaren sind relativ günstig dieses Jahr. Und wir waren schon mal zusammen auf Fuerteventura, das war unser erster Urlaub damals. Und dann habe ich vorgeschlagen, Teneriffa. Ich war auf Teneriffa schon etliche Male als Kind. Wir sind da jedes Jahr hingeflogen. Ich kenne die Ecke sehr, sehr gut. Und es ist eine sehr, sehr schöne Insel. Ich bin sehr gerne auf Teneriffa. Spanisches Essen, Wetter. Deswegen haben wir uns dann für Teneriffa entschieden. Und wir machen mal einen ganz anderen Urlaub. Wir sind ja eigentlich normalerweise so die Cluburlauber, lassen uns von vorne bis hinten bedienen. Es gibt Essen und Trinken en masse. Nee, diesmal ist es anders. Wir haben einfach nur ein Apartment gebucht, direkt am Strand, was relativ günstig ist. Ich weiß gar nicht, ich kann euch das mal jetzt auch raussuchen, wie es heißt. Das ist kein Geheimnis. Ohne Verpflegung. Das heißt, wir werden uns selbst versorgen. Wir werden dann abends auf jeden Fall auch essen gehen. Wir lieben es ja, essen zu gehen. Und wir sind, wie gesagt, direkt in der Innenstadt von Playa de las Americas. Das Apartment heißt Parque Santiago 2. Ja, so heißt es. Und wie gesagt, es ist direkt in Playa de las Americas, in der Stadt drin, aber auch in der Nähe zum Strand. Und genau, da fahren wir hin für eine Woche. Es geht los am 9. September für eine Woche. Und wir fliegen hier aus Zürich mit Chair Air und zahlen, glaube ich, jetzt pro Person 800 Euro. Mit Flug und Unterkunft. Jetzt noch kein Essen drin. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Jahr machen wir so ein bisschen anderen Urlaub. Ich mag es. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das All-You-Can-Eat-Buffet und da isst man ja eh immer zu viel. Und bin mal gespannt. Und ja, Teneriffa gibt es den Siam Park, den Wasserpark. Da war ich auch mal als Kind oder als Teenie waren wir da auch mal. Richtig cool. Und es gibt auch den Loro Park. Er ist im Norden. Das ist ein Tierpark. Ob ich den auch besuchen werde, weiß ich nicht. Weil ich müsste dann, also mein Freund ist jetzt nicht der größte Tierpark-Fan. Das heißt, ich müsste da alleine hin. Und wir haben ja nur eine Woche. Und mal gucken. Entscheide ich spontan. Vielleicht, wenn auch das Wetter schlecht ist. Also da geht's in den Urlaub. Teneriffa vom 9. September für eine Woche mit meinem Freund zusammen. Natürlich nehme ich euch wieder mit. In den Parks, aber auch generell als Vlog. Wie sieht es mit der Wohnungssuche aus? Haben wir erwähnt. Wenn du nur ein Wochenende im Disneyland Paris bist, hast du dann eine Prioritätenliste, wenn du was du machen willst oder spontan? Es kommt darauf an, ob es irgendwie ein spezielles Wochenende ist. Also zum Beispiel Start der Halloween-Season oder so. Dann ja, dann habe ich auf jeden Fall eine Liste, was ich abarbeiten möchte. Und zwar alles, was Halloween-Season betrifft. Shows, Snacks, Essen, Merch. Ansonsten, wenn es ein ganz normales Wochenende ist, nee, dann habe ich halt meine Videoideen im Kopf. Moni zeigt mal zum Beispiel, ist ja jetzt seit ein paar Monaten neu. Das heißt, ich muss die Sachen abklappern. Natürlich ein Merch-Video, das steht auf jeden Fall auf der Liste dann immer. Und den Rest lasse ich einfach mal spontan. Das ist eben eigentlich immer so Dream and Shine Brighter gehört dazu. Ja. Aber ich bin schon relativ strukturiert, was sowas angeht und liebe es, Sachen zu planen. Machst du Pin-Trading? Wenn ja, hast du Tipps? Wenn nein, wie ist es deine Meinung dazu? Würdest du anfangen? Nein, ich mache kein Pin-Trading und ich würde auch nicht anfangen. Ich habe ein paar Pins, aber es interessiert mich halt null. Also Pins sammeln, deswegen habe ich auch leider keine Tipps. Was war für dich die größte Enttäuschung im Disneyland Paris? Dass es schließt bei Corona. Das war sozusagen, es war schon hart. Die Monate, wo der Park geschlossen war, war schon hart.
Ansonsten so mein Erlebnis, weiß ich jetzt gar nicht. Fällt mir jetzt nichts ein, meine größte Enttäuschung. Keine Ahnung. Fällt mir leider nichts spontan ein. Wie ist das Leben in der Schweiz? Teuer. Aber natürlich sind die Gehälter auch angepasst. Ansonsten hat man natürlich hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, in die Natur zu fahren. Die Menschen sind hier irgendwie anders, gelassener, würde ich mal ein bisschen sagen. Ja, also es ist auf jeden Fall anders. Man kann es jetzt nicht irgendwie mit Deutschland vergleichen, was Kosten angeht, aber auch generell von der Kultur her und von der Art. Man muss sich den Kulturen natürlich hier anpassen. Welche Reise hat dich bisher am meisten inspiriert? Wie inspirieren denn einen Reisen? Was kann denn eine Reise, wie kann mich eine Reise inspirieren? Was macht man denn nach einer Reise, dass man so inspiriert ist? Also, ich kann das jetzt, weiß ich jetzt nicht. Kann ich erläutern. Keine Ahnung. Wo kann man Minnie Maus im Disneyland Paris treffen? Schaut doch einfach in meinem Moni-Zeig-mal-Video, in dem letzten, oder in dem Vlog, wo ich über heiße Tage spreche. Da treffe ich Minnie. Und in dem Moni-Zeig-mal zeige ich auch, wo man Minnie treffen kann im Frontierland. Es gibt jetzt auch einen neuen Spot, aber da ist nicht immer Minnie drin. Und man weiß auch nicht vorher, welcher Charakter drin ist. Das heißt, es ist ein bisschen risky, sich da anzustellen. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was? Nee. Hab genug studiert und Neues gelernt. Auch nicht auf der Arbeit. Aktuell mache ich das, was ich kann. Ja, doch, auf der Arbeit muss ich schon was Neues lernen, aber es ist halt arbeitstechnisch SAP. Also, das kann ich euch jetzt mal hier in den Raum werfen. Ich muss SAP mir aneignen, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich Freude daran hätte, sondern weil es zur Arbeit dazu gehört. Wann hast du zuletzt einen Tag lang überhaupt nichts gemacht? Schwere Frage. Weiß ich nicht. Also, was heißt ja überhaupt nichts gemacht? Einfach nur auf der Couch liegen und Netflix gucken? Oder ja, wahrscheinlich schon. Ist ein paar Monate her. Jetzt ist das Licht aus. Der Akku ist leer. So, dann quatsche ich schon. Ich muss mal das Stromkabel anschließen. So, da war Strom, wieder Licht. Also keine Ahnung. Ist einige Monate her, dass ich einen Tag hatte, wo an dem ich nichts gemacht habe. Werden manche Dinge von Moni zeig mal noch nachgeholt, die du nicht geschafft hast? Nee, ich habe keine Liste von den Sachen, die ich beim letzten Mal aufgeschrieben hatte und nicht gezeigt habe. Ich werde immer wieder neue Frageboxen in der Story zeigen, posten und dann könnt ihr da einfach eure neuen Moni zeigt mal oder wieder eintragen. Aber ich habe mir die nirgendwo notiert vom letzten Mal. Auch eine sehr interessante Frage. Wieso rennst du als erwachsene Frau verkleidet wie ein kleines Kind durch Disneyland? Weil ich es mag. Weil es mir gefällt. Und ich finde nicht, dass ich verkleidet rumlaufe wie ein kleines Kind. Ich finde meine Outfits immer super schön und ist natürlich alles Ansichtssache. Aber ist natürlich, wenn du das so denkst, dass ich verkleidet aussehe wie ein kleines Kind, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber mir gefällt es, mir macht es Spaß, neue Outfits auszusuchen und so sieht's aus. Wohin geht der nächste Urlaub? Habe ich beantwortet. Wohin würdest du gerne mal reisen, nicht bezogen auf Disney Parks? Asien interessiert mich extrem. Also nicht nur die Parks, sondern auch generell so die Städte. Tokio, Hongkong, alles was asiatisch ist, Vietnam, interessiert mich extrem. Asien hat mich schon immer gecatcht. Aber auch viel mehr in Amerika auch noch andere Sachen erleben. Ja, das sind so Hawaii. Aber so Asien ist, glaube ich, auf Platz 1. Wieso bist du in die Schweiz gezogen? Wegen der Liebe. Mein Freund und ich sind ja schon seit fast 8 Jahren zusammen. Und ja, 2,5 Jahre haben wir Fernbeziehung geführt. Und irgendwann, um die Fernbeziehung zu beenden, musste ich halt hierher ziehen. Sehe nie was von Avengers, von Loki, um dies zu kaufen. Stimmt das? Oh. Loki weiß ich jetzt nicht. Also wenn, dann nur auf dem Avengers Campus. Aber Loki gibt es echt nicht viel, muss ich sagen, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. Aber ich bin auch nicht oft in diesem Merchandise-Shop. Was machst du gerne, wenn du nicht mal unterwegs bist? Uff, zu Hause. Videos schneiden.
Wir gehen gerne essen mit meinem Freund zusammen. Ansonsten auf der Couch liegen und YouTube gucken. Let's Plays gucke ich sehr, sehr gerne. Ja, was mache ich sonst noch? Ich gehe auch gerne mal spazieren. Ich mache ein bisschen Sport. Hula Hoop mache ich ganz gerne. Jimondo. Ja, das sind so Sachen, die ich mache, wenn ich mal nicht unterwegs bin. Wie schaffst du es alles, in deinen Hut zu bekommen? Wie planst du deinen Alltag? Also, das, wie ich also deinen Hut bekomme, ja, geht irgendwie. Also, ich bin, habe ich ja schon erwähnt, ich bin eine Person, die extrem viel plant und sehr strukturiert ist, was das angeht. Und wie plane ich deinen Alltag? Ich habe immer für jeden einzelnen Tag eine To-Do-Liste. Außer wenn ich bin im Disneyland Paris, da habe ich alles im Kopf. Aber ich schreibe mir eigentlich immer am Anfang der Woche oder an dem Sonntag sogar schon meine To-Do-Liste für die ganzen nächsten Tage, für die ganze Woche. Weil es gibt Sachen, die ich jeden Tag mache. Und zum Beispiel Hula Hoop, Jimondo, Spaziergehen. Also in der Mittagspause versuche ich immer einen Spaziergang zu machen. Das sind immer Sachen, die fast jeden Tag vorkommen. Und dann gibt es halt noch Sachen, die unter der Woche passieren. Wenn eine Wohnungsbesichtigung ist oder ein Arzttermin, dann schreibe ich das auch auf meine To-Do-Liste. Und ich bin immer froh, wenn meine To-Do-Liste von ganz groß auf klein, immer kleiner, weil ich dann mal alles rauslösche, was ich erledigt habe, immer kleiner wird. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, kann ich euch sagen. Das heißt, so manage ich meinen Alltag mit To-Do-Listen. Und auch, es gibt auch über der einzelnen Tag-To-Do-Liste eine komplette To-Do-Liste, was ich irgendwann mal theoretisch machen müsste, was jetzt nicht so dringend ist. Ja, also ich bin ein extrem strukturierter Mensch und plane eigentlich alles, was soweit es geht, natürlich, ne? Würdest du jobtechnisch nochmal in den Social-Media-Bereich wechseln wollen? Ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, nein. Ich würde sagen, Social Media soll als Hobby bleiben. Was ich jetzt ja so aktuell mache mit meinen Videos und so weiter. Für eine Firma glaube ich nicht mehr. Ich habe doch gesehen, ich sollte lieber bei den Zahlen bleiben, bei den analytischen Sachen. Ja, also glaube ich nicht. Oder bist du ganz froh, mit deinem gelernten Beruf wieder auszuüben? Also ja, wie gesagt. Ich habe gemerkt, also ich habe in meinem Studium gesagt, oh, ich möchte nie was mit Zahlen machen. Also so irgendwie, keine Ahnung, so mit Excel und so. Aber irgendwie bin ich dann da reingerutscht während des Jobs und ich kann es ganz gut, würde ich mal jetzt selbst sagen. Ich bin ganz gut da drin, was ich tue und ich bekomme natürlich auch das Feedback dazu. Und ja, deswegen, es ist jetzt so gekommen und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Traumjob als Kind, Jugendliche, das ist ganz einfach. Ich wollte immer schon Flugbegleiter sein. Das war so mein Traumjob als Kind, Flugbegleiter werden. Und ich bin ja in der Branche geblieben, jetzt nur nicht im Flugzeug. Aber man hat als Kind schon gesehen, ich bin gern unterwegs, ich reise gerne, das fasziniert mich und ja, ist doch dabei geblieben. Lieblingsurlaubsland habe ich nicht. Ich habe kein Lieblingsurlaubsland. Ich reise gerne in verschiedene Länder. Lieblingspark neben Disney. Das ist tatsächlich das. Schwierig. Ich würde sagen schon Phantasialand. Ja, ich würde sagen Phantasialand. Lieblingsessen? Nudeln. Ich liebe Nudeln, Spaghetti Bolognese, Spaghetti Carbonara, Tortellini. Alles mit Nudeln. Irgendwelche Pläne für den 15. im EP sind auch da und vielleicht sieht man sich ja. Nö. Ich glaube, wir wollten nur im Spices essen gehen. Sonst haben wir keine Pläne. Wir lassen es aber auf uns zukommen. Dein Lebensmotto. Ist jetzt sehr kitschig und von Disney, aber if you can dream it, you can do it. Also, wenn ihr euch Sachen vornehmt und dran glaubt und dran bleibt, dann ist es auch möglich, die umzusetzen. Also, lasst euch nie unterkriegen. Wenn ihr einen Traum habt, dann kämpft dafür und versucht alles möglich zu machen. Und irgendwann wird es dann in Kraft treten. Bis zum 16. Oktober zum Disney 100 Aktionstag im Disneyland Paris. Ja. Was machst du eigentlich beruflich, habe ich gesagt. Erzähl bitte mehr über die D23-Mitgliedschaft.
Dazu gibt es ein Video, kann ich euch auch gerne mal verlinken. Ich weiß gar nicht, ob es ein Maximum an Verlinkungen gibt. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Da erzähle ich, was das kostet, was alles enthalten ist, etc. Kann man Mickey am Tower of Terror treffen? Nein. Wenn dein Freund sagen würde, du darfst nie wieder ins Disneyland Paris, würdest du das machen? Nee. Na. Also, wir leben ja in einer sehr offenen Beziehung. Apropos, kann ich euch schon mal anteasern, es wird irgendwann mal ein Q&A mit meinem Freund geben, wo ihr ihm Fragen stellen dürft. Da könnt ihr auch sowas fragen. aber nein, ich würde mir niemals irgendwas verbieten lassen von ihm. Und wenn er sagen würde, Disneyland Paris oder ich, dann würde ich sagen, Disneyland Paris, weil ich möchte nicht vor die Wahl gestellt werden von dir. Ganz einfach und trocken gesagt. Wir verbieten uns nichts. Und ja, wenn er mich vor die Wahl stellen würde, arrivederci. Was machst du genau in deinem neuen Arbeit am Flughafen? Habe ich auch gesagt. Gibt es Neues vom Disneyland Hotel? Ich habe jetzt auf Twitter gesehen, dass die Fassade soweit fertig ist. Also soweit einigermaßen fertig ist. Wie es innen aussieht, keine Ahnung. Glaubst du, dass die Parade 2024 zurückkommt oder sicher etwas Neues? Also du meinst vielleicht Dream and Shine Brighter? Nein, kommt auf gar keinen Fall zurück 2024. Das war zum 15 Feierlichkeiten vom 30. Geburtstag. Und die endet am 30. September. Und nächstes Jahr weiß nicht, ob was Neues kommt. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht gibt es eine neue Season. Wir müssen uns überraschen lassen. Das weiß man nicht. Hi, sind die Wasserspender im DLP wieder einsatzbereit? Die waren, normalerweise sind sie immer einsatzbereit, wenn es nicht friert. Und das ist jetzt schon seit einigen Monaten der Fall. Das heißt, ja, die Wasserspender sind schon wieder einsatzbereit. Nutze ich auch mal fleißig mit meiner Philips Filterflasche. Die stand jetzt zufällig da. Ja, aber mega. Also mir schreiben auch so viele von euch, dass sie die Filterflasche auch gekauft haben, mir danken, ist echt die beste Investition, weil es wirklich das Chlorwasser rausfiltert. Man schmeckt es nicht mehr und man spart natürlich Geld, jetzt vor allem im Sommer, wenn man viel trinken muss. Unbezahlte Werbung. Ich sollte Philips irgendwann mal anschreiben. Ich habe so viele Filterflaschen schon verkauft, sollte Provision bekommen. Ja, das waren sie, alle eure Fragen. Und ich bin froh, dass ich jetzt alle beantwortet habe. Das Video ist lang genug. Und ja, jetzt wisst ihr, wo es in den Urlaub geht, am 9. September nach Teneriffa. Und was steht noch an? Wir haben, ja, dieses Wochenende steht Disneyland Paris und Disney, nicht Disney, sondern, also Disneyland Paris und Paris Stadt steht an. Nächstes Wochenende sind wir im Europapark. Und darauf das Wochenende bin ich mal zu Hause, also hier in der Schweiz, nicht in Deutschland zu Hause, sondern hier. Und unternehme was mit meinem Freund, keine Ahnung, was wir machen werden. Dann kommt darauf das Wochenende, bin ich wieder in der Schweiz, nicht alleine, denn Daria kommt mich besuchen übers Wochenende. Und ich werde ihr ein bisschen Zürich zeigen, aber auch die Umgebung, wir werden auf den Berg fahren und so weiter. Und dann ist schon August. Und was im August geplant ist, das erfahrt ihr dann noch. Es ist tatsächlich noch nicht allzu viel geplant, also eigentlich nur ein Wochenende bisher. Aber ich bin mir sicher, da kommt bestimmt noch was. Aber das eine Wochenende, was ich schon weiß, habe ich mich heute Bescheid zu bekommen, ist richtig cool. Da freue ich mich drauf. Aber dazu verrate ich noch nichts. Das kommt dann irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen auf Instagram. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.